Briefschreiben. Ihre Sprachschule hat Ihnen eine Rechnung geschickt. Sie sollen 200 Euro für einen Grammatikkurs bezahlen. Aber Sie haben sich gar nicht angemeldet und auch nicht teilgenommen. Sie schreiben der Sprachschule einen Brief. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten: Grund für Ihr Schreiben, was Sie gedacht haben, als die Rechnung kam, an welchem Kurs Sie teilgenommen haben, was Sie wollen. Sehr geehrte Damen und Herren, gestern habe ich einen Brief mit einer Rechnung von Ihnen bekommen, dass ich für einen Grammatikkurs 200 Euro bezahlen muss. Aber ich habe an diesem Kurs nicht teilgenommen und deshalb schreibe ich Ihnen diesen Brief. Als ich die Rechnung bekommen habe, habe ich gedacht, dass es einen Fehler dabei gibt. Vor 3 Monaten habe ich an einem Integrationskurs teilgenommen, für den das Bundesamt bezahlt hat. Deshalb habe ich den Anspruch, diese Rechnung abzulehnen und den Fehler zu korrigieren. Falls Sie nichts machen, dann schalte ich einen Anwalt ein und beschwere ich mich darüber. Warte auf LHRE schnelle Antwort mit freundlichen Grüßen. Oh, ich suche eine Wohnung.